Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an das Bundesligaspiel 1. FC Union Berlin gegen Hertha BSC. Das Spiel endet vor 22.012 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Alten Försterei 3:1 für den 1. FC Union Berlin. Bei uns in der Pressekonferenz die Trainer der beiden Mannschaften von unseren Gästen Sandro Schwarz und vom 1. FC Union Berlin Urs Fischer. Sandro, der Gästetrainer, hat immer das erste Wort. Wie ist dein Blick auf das Spiel heute? Ja, hallo zusammen. Erstmal Glückwunsch an Urs für den verdienten Sieg. Definitiv. Ich glaube, dass sie in vielen, vielen Bereichen besser waren, griffiger waren, galliger waren dann auch in vielen Situationen und dementsprechend dann auch zur Halbzeit schon verdient geführt haben. Da hatten wir eine kurze Phase in der ersten Halbzeit, wo wir eine gute Kontrolle hatten, haben sie aber dann wieder aus der Hand gegeben. Und dann mit dem Doppelschlag war es dann symptomatisch, 3-0. Hinten raus haben wir zumindest mal dann noch ein Tor erzielt. Aber im Großen und Ganzen war das kein guter Auftritt meiner Mannschaft, dass wir an Kompromisslosigkeit vermissen haben lassen in den Zweikämpfen, in der Zweikampfschärfe und dementsprechend dann auch verdient verloren haben. Dankeschön. Dankeschön, Sandro Schwarz. Urs, gelungener Auftakt in die Bundesliga-Saison, hä? Ja, also für mich eigentlich fast wichtiger die Reaktion, wie die ausgefallen ist. Und die haben wir von uns selber gefordert, erwartet. Wir waren nicht ganz zufrieden mit unserem ersten Auftritt im Pokal in Chemnitz. Ich glaube, die Mannschaft hat heute gezeigt, zu was sie fähig ist, wenn sie bereit ist für die Aufgabe. Und das waren wir. Mir gefällt, wenn der gegnerische Trainer von griffig, eklig spricht. Das ist genau unser Gesicht. Waren heute wirklich sehr kompakt. Die Ketten haben gut verschoben miteinander, haben harmoniert. Und waren doch sehr zielstrebig auf dem Weg zum Tor. Von daher bin ich mit dem Auftritt wirklich sehr zufrieden. Dankeschön, Urs. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann bitten wir ums Handzeichen, reichen das Mikrofon gerne zu. Wer möchte beginnen? Matthias Bunkus, bitte. Herr Fischer, so ein Stellenwert eines Derbys ist ja immer was anderes als mal vielleicht ein normales Punktspiel. Aber wie ich Sie kenne, werden Sie sagen, es sind auch nur 3 Punkte auf dem Weg zu den erhofften 40. So ist es. 3 Punkte, die uns helfen, unserem Ziel näher zu kommen. Gleich nochmal, Matthias Bunkus. Dann für einige überraschend hat heute Julian von Anfang an gespielt und nicht Nico. Was hat Sie auf die Idee gebracht, das jetzt diese Woche so zu machen? War es, um die Schnelligkeit von Luke Bacchio entsprechend kompensieren zu können? Ich muss ja keine Frage beantworten. Sie beantworten alles schon. Ja, ist natürlich dem Gegner geschuldet. Ist uns auch aufgefallen. Nicht nur im Pokalspiel gegen Braunschweig, sondern auch in den Testspielen, dass da wirklich eine enorme Geschwindigkeit auf dich zukommt. Spieler, die es 1 gegen 1 lieben, wenn sie dann Raum haben. Und sicherlich mit Julian, ein Spieler, der eine gewisse Geschwindigkeit hat. Und ich glaube, er hat es entsprechend wirklich sehr gut gemacht bis zu seiner Auswechslung. So, in der gleichen Reihe ging es weiter, glaube ich. Javier Cáceres, danach Michael Färber und dann kommen wir nach vorne. Sie dachten eben, dass Sie auch mit dem Auftritt in der ersten Halbzeit nicht zufrieden waren. Sie haben aber dann doch gewartet mit den Wechseln. Warum? Warum haben Sie nicht zur Halbzeit schon reagiert? Ja, weil wir schon die Möglichkeit gesehen haben, dass wir in dieser Formation auch mit diesem Personal schon auch einen Turnaround hinbekommen. Michael Färber, bitte. Ja, Frage an den Fischer. Wenn Sie sagen, die Ketten haben gut harmoniert, dass Ihre Mannschaft eklig auf dem Platz war, welchen Anteil an dieser Spielart hatte Yannick Haberer heute? Ich fand, er hat heute eine wirklich gute Partie gemacht. Ja, wie soll ich den beziffern? Er hatte seinen Anteil. Ein Einzelner kann es nicht ausmachen. Am Schluss muss eine Mannschaft als Gesamtes funktionieren. Die Abstände waren heute wirklich gut. Wir waren eng, wir standen kompakt, hatten somit auch immer wieder Zugriff. Ich glaube, das Anlaufen heute um einiges aggressiver und da ging Yannick mit bestem Beispiel voran. Weiter geht's bei Jannis Klimburg, danach David Langenbein, richtig? Ja.
Ja, Herr Fischer, warum stand Dominik Heinz heute nicht im Kader und wie hat Ihnen das Pflichtdebüt von Diogo Leite gefallen? Ja, weil Diogo Leite begonnen hat. Am Schluss bei 34 Kaderspielern musst du, ja, was sind das? 23 enttäuschen. 20 sind im Kader, das bedeutet 13 sind nicht mal im Aufgebot. Am Schluss war das eine Entscheidung vom Trainerteam, am Schluss von mir. Wir empfanden, dass Diogo das bis anhin wirklich sehr gut gemacht hat, sich diese Chance auch verdient hat. David Langenbein, bitte. Ja, Herr Schwarz, gegen Braunschweig haben Sie es geschafft, sehr oft über die Flügel auch für Gefahr zu sagen. Das hat heute eigentlich bis zum 0:3 kaum geklappt. Was war da heute das Problem konkret? Die Laufwege. Also wir haben schon in der Halbzeitpause war es schon so auch, dass wir da zu wenige Laufwege, was die Tiefe angeht, angeboten haben. Und das war das große Manko heute, dass wir viel in die Pressing-Situation des Gegners reingespielt haben, die sich dann ein gutes Gefühl gehabt haben, sehr kompakt waren und wir zu wenig Tiefgang hatten, dann auch gerade was die Außenposition angeht. So, wir versuchen mal den Laufweg zu optimieren und fangen bei Sebastian Karkos an, dann Lisa de Reuter, Sebastian Stier und kommen dann einmal. Herr Fischer, eine Frage zu Ihrem Duo vorne, Becker und Siebert Schilvia. Haben Ihnen die beiden gefallen? Haben Sie gut harmoniert in Ihren Augen? Ja, ich würde sagen, beim ersten Tor ganz sicher. Ja, bereitet Becker vor, dass da noch nicht alles funktionieren kann. Ich glaube, es ist auch logisch. Gewisse Laufwege finden dann auch automatisch statt, je länger du miteinander trainierst und auch spielst. Aber ich glaube, Sie haben heute schon angedeutet, welche Fähigkeiten Sie besitzen und haben. Sandro, Boyata hat heute gefehlt. Für mich relativ überraschend, als ich auf den Zettel geguckt habe, warum und daran anschließend, was muss jetzt besonders in der Defensive verbessert werden, denn die wirkte ja heute besonders brüchig, löchrig. Ja, Boyata, ich habe es ja im Vorfeld auch schon gesagt, es war eine sportliche Entscheidung und das ist im Prinzip die gleiche Antwort, die Urs gegeben hat. Wir haben auch sehr, sehr viele Spieler im Kader und dass es dann mal den einen oder anderen trifft, was Startplatzformation angeht oder was Kadernominierung angeht, das kommt dann vor und deswegen war das eine sportliche Entscheidung und was die zweite Frage angeht, das ist ein Thema, was wir als Gruppe an Energie und an Intensität auf dem Platz bekommen. Gegenseitiges Helfen, gegenseitiges Unterstützen und das ist das große Thema, was wir haben. Bei Sebastian Stier geht's weiter, bitte. Herr Schwarz, wo ordnen Sie die Niederlage jetzt ein? Braunschweig ist eine Woche zurück. Gab es auch Sachen, die Sie heute gesehen haben, die Ihnen gut gefallen haben an Ihrer Mannschaft? Na, ich habe zumindest mal einige Sachen gesehen, die wir definitiv verbessern müssen. Und klar, hinten raus dann mit dem 3-1, mit der Umschaltsituation, das war dann sehr, sehr ordentlich. Aber dennoch, es geht für uns als Gruppe, eine Ausstrahlung zu haben, eine Energie auf den Platz zu bekommen und die Intensität. Und bevor wir über strukturelle Dinge reden, glaube ich, ist das die Basis, die wir brauchen in unserem Spiel. Gegenseitiges Unterstützen, wenn Fehler passieren, sofort der Nächste da zu sein und so griffig und dann auch eklig zu sein. Bei Michael Färber geht es weiter und dann kommen wir nochmal hier auf die Seite. Eine Frage an Herrn Schwarz. Aus dem Hertha-Fanblock flogen nach der Derby-Niederlage hier auch schon mal Trikots wieder zurück. Heute wurde die Mannschaft durchaus mit Applaus, ich sag mal, verabschiedet und versucht wieder aufzubauen. Welche Erkenntnis oder welches Signal kann man da für die kommenden Wochen und Monate mitnehmen? Ganz ehrlich, sensationell. Sensationell, wie sie uns unterstützt haben. Auch wie sie nach so einem Spiel reagiert haben, das ist ganz großer Sport und dennoch sind wir dann auch in der Pflicht dann auch für uns in der Bereitschaft alles zu investieren auf dem Platz. Aber was die Fans geboten haben, speziell auch nach dem Spiel mit so einem Umgang in diesem Spiel, war herausragend. Wir geben einmal auf die Seite, bitteschön. Herr Schwarz, in English please. You brought in Chidera Ijuke on 56 minutes today. How well do you think he's settled into the team and how soon is he, are you looking to start him? For Chidi Ijuke? Yes. I was very satisfied with him and
He had no preseason. He had only two weeks or 3 weeks in CSKA Moscow in team training. And the last 2 weeks, he was only one week or 10 days in team training. But I'm very satisfied with him. His good quality in one against one and with dribblings and also in his defense. So, and we will see what happened now in the next week. Gibt es weitere Wortmeldungen? Jawohl, Lisa de Reuter nochmal. Eine Frage an beide Trainer. So ein Stadtderby gab es, glaube ich, seit 1965 nicht mehr zum Bundesliga-Auftakt. Das ist ja immer was Besonderes. Was bedeutet das jetzt, ein Sieg und, oder eine Niederlage für die nächsten Spiele? Macht das was mit der Mannschaft? Macht das was vielleicht auch mit den Trainingsmethoden? Oder wird das gesehen wie jedes andere Spiel? Wer möchte beginnen? Der Gast zuerst. Bitte der Gast zuerst. Es ist ärgerlich, wissen wir doch auch so ein Derby-Spiel, auch für die Leute dann auch, was Fans betrifft. Und ich habe es aber gerade schon eingangs gesagt, so wie sie reagiert haben, war es herausragend. Und dennoch gibt es ja, und das ist ja die Möglichkeit und die Chance, die immer im Fußball dann besteht oder generell im Sport dann auch, mit fleißiger Arbeit dann auch wieder nächste Woche die Möglichkeit zu sehen, ein anderes Gesicht von uns zu zeigen. Und dennoch tut es weh heute, keine Frage, auch morgen. Und es gilt es kritisch aufzuarbeiten. Aber jetzt schon Prognosen abzugeben, was dann den weiteren Saisonverlauf angeht, halte ich für relativ schwierig. Ja, erfreulich, natürlich, wenn du gewinnst. Ich glaube, du bist in der Tabelle angekommen, auch für die Fans ist das ein sehr wichtiges Spiel. Ich bin da ein bisschen pragmatischer oder realistischer. Mir geht es vor allem um die 3 Punkte. Und die waren heute wirklich sehr wichtig und logisch. Wenn du Spiele gewinnst, nimmst du ein gewisses Selbstvertrauen mit für die nächste Aufgabe. So, weiter geht's in der ersten Reihe. Bitte schön. Herr Schwarz, nochmal eine kurze Nachfrage zu Dedrick Boyata. Sportliche Gründe haben Sie schon gesagt. War das eine Entscheidung, die Sie irgendwie nach dem Pokalspiel für sich ausgemacht haben? Oder war das auch noch der Eindruck der jetzt danach anschließenden Trainingswoche? Naja, schon aufgrund der Trainingswoche dann auch. Ist ja nicht jetzt klar, dass man direkt nach dem Pokalspiel dann Entscheidungen trifft, was dann eine Woche später passiert, sondern das ist dann einfach aus Beobachtung heraus und dann wird die Entscheidung getroffen, Freitag, was Kadernominierung angeht und dann spätestens heute dann in der Abschlussbesprechung, was Startelf angeht. Noch eine Nachfrage, bitteschön. Noch generell zur Mannschaft. Sie haben gesagt, bevor wir strukturell arbeiten können, müssen wir erstmal die Einstellung wieder verbessern. Einstellung habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt Bereitschaft. Die Bereitschaft. Ist das etwas, was man schlecht in der Videoanalyse natürlich hinbekommen kann? Wie kriegt man das auf den Platz? Naja, das kann man schon in der Videoanalyse auch aufzeigen. Muss man ganz klar sagen, wo man griffiger sein muss in Situationen. Und dann gilt es natürlich dann auch im Training das zu bearbeiten, diese Themen. Das ist doch selbstverständlich. Und das sind Trainingsformen, die man kreieren kann, wo man genau das reinbekommt. Aber ich glaube, das wird wichtig sein. Das hat der Gegner heute gemacht, Union Berlin, dass die als Gruppe gewachsen sind, dass du das einfach siehst, diese Dynamik. So, und wir hätten uns heute gewünscht, zu unserem ersten Bundesligaspiel, dass wir das auch sehen in so einem Derby-Spiel. Und so kritisch müssen wir auch sein und so ehrlich müssen wir auch sein. Das ist wichtig, auch ehrlich zu sein untereinander, dass wir das heute nicht so gezeigt haben, wie wir es wollen und wie das der Anspruch ist, auch unsere Spiele zu bestreiten. Und das ist Trainingsarbeit, Videoanalyse, all das, um aber auch wieder die Möglichkeit, und das, was ich auch gerade schon gesagt habe, um dann auch wieder die Möglichkeit zu haben, die Chance zu haben, am nächsten Samstag 15.30 Uhr gegen Eintracht Frankfurt wieder auf den Platz zu stehen und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, für uns als Gruppe diese Dynamik zu entwickeln, gegenseitig zu helfen, gegenseitig zu unterstützen. Das sind die Kernpunkte, ganz klar. Gibt es noch eine Frage? Jawohl, Javier Caceres nochmal. Herr Schwarz, Sie sind im Pokal ausgeschieden, Sie haben die Derby-Niederlage heute. Fürchten Sie, dass das eine negative Dynamik auslöst, nein, die Ihnen nein. Den Start erschwert? Ich weiß doch auch die Themen dann auch hier und dann letztes Jahr und vor 2 Jahren. Aber das ist nicht mein Thema, sondern sich damit zu beschäftigen, was aktuell geht, das stimmt, das ist frustrierend. Letzte Woche auszuscheiden nach 60 sehr, sehr guten Minuten und dann heute so eine Auftaktniederlage zu haben. Aber eine Befürchtung zu haben, auf keinen Fall, sondern das Material, was uns heute gegeben wurde, damit zu arbeiten, dann an Themen. So, und das wird der Weg sein. Kleiner Moment, da ist das Mikro, bitteschön. Dann nochmal ganz, also losgelöst von den letzten
beiden Saisons. Wie wichtig oder wie entscheidend ist der Faktor Zeit jetzt, um genau diese Aufgaben anzugehen, vor allem mit Blick auf das schwere Auftaktprogramm jetzt? Es geht nicht um Zeit, es geht darum zu arbeiten. Das ist, mit dieser Schärfe zu arbeiten. Und das, darum geht es, aber nicht irgendwas mit Zeit oder irgendetwas. Jetzt sehe ich keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann sagen wir danke fürs Kommen und wir machen die Türen auf. Dankeschön, schönes Wochenende und kommt gut nach Hause. Ciao.